Brady Franklin Stiles Jr. wurde am 26. Juni 1937 in einer Schaustellerfamilie geboren. Viele Mitglieder der Familie litten an einer angeborenen Fehlbildung an Händen und Füßen, auch als Spalthand oder Spaltfuß bekannt. Stiles wurde daher bekannt als Lobster Boy, der Hummerjunge. Die meiste Zeit verbrachte er im Rollstuhl. Als Alkoholiker missbrauchte er seine Familie, und da er sich oft mit seinen Armen nur fortbewegte, fiel ihm diese Gewalttätigkeit sehr leicht. Im Jahr 1978 erschoss er den Verlobten seiner Tochter am Vorabend der Hochzeit. Da aber kein Gefängnis in der Lage war, ihn aufzunehmen, verurteilte man ihn wegen Mordes dritten Grades zu 15 Jahren Bewährung. Zunächst hörte er auf zu trinken und heiratete sogar. Angeblich jedoch nur, um bald wieder zu trinken und noch gewalttätiger zu werden. 1992 engagierten seine Ehefrau und deren Sohn aus einer früheren Ehe einen 17-jährigen Schausteller für $1,500, um Stiles zu ermorden. Alle drei wurden zu Haftstrafen verurteilt.